Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben gerade schon gefrühstückt. Die Kinder tummeln sich irgendwo hier oben in irgendeinem Kinderzimmer. Justus ist bei der Arbeit. Wir machen uns jetzt fertig für den Chinesischunterricht. Hatte ich dir ja schon erzählt, dass Johanna und Clara zum Chinesischunterricht gehen werden. Heute ist auch das allererste Mal. Ich bin selbst total aufgeregt. Ich weiß auch nicht warum. Also, wir müssen so ein paar Sachen packen. Johann Clara ist ja auch richtige Schule. Also, das hatte die Lehrerin auch gesagt in der WeChat-Gruppe, dass sie wirklich so einen Schulranzen packen sollen. Hast du denn einen kleinen Rucksack? Ich habe leider nur meinen Schulranzen, also können auch ihn packen. Ich glaube, der ist zu groß. Wir brauchen gar nicht so viele Sachen. Weil ich weiß auch gar nicht, ob die Kinder dann wahrscheinlich Bücher von der Lehrerin kriegen. Also ich musste zumindest vorher nichts besorgen. Genau, der ist super. Dann nehmen wir den Ja, da Rucksack. sind noch Sachen drin. Die muss ich mal auspacken. Spielzeuge hast du drin gehabt? Ja, noch von dem letzten Urlaub. Ach so, stimmt. Den Rucksack hatten wir dabei beim Urlaub. Also wir nehmen auf jeden Fall Stifte mit, das ist ganz klar. Dann nehmen wir noch vielleicht doch irgendwie Papier zum Schreiben mit. Hast du so ein Heftchen vielleicht? Ein Heftchen oder so ein Block? Nehmen wir jetzt so ein kariertes Heftchen mit. Gucken, ob das für den Chinesischunterricht gut ist. Ich weiß nicht so recht, ob es wirklich kariert sein soll. Ja, wir nehmen es einfach mit, Clara. Ansonsten brauchst du nichts. Also der Unterricht geht eine Stunde lang und ich muss sowieso mal gucken, ob das was für Johann und Clara ist, weil ich habe ja schon in der WeChat-Gruppe gemerkt, dass alle Eltern dort offensichtlich Chinesisch sprechen, weil ich kein Wort davon verstehe. Und dann gehe ich davon aus, dass die Kinder eigentlich auch schon Chinesisch sprechen, nur wahrscheinlich nicht Chinesisch schreiben können. Mal sehen, ob Johann und Clara da in der richtigen Gruppe sind. Also mehr brauchst du doch eigentlich gar nicht, oder Clara? Oder was willst du noch mitnehmen? Vielleicht ein paar Taschentücher, was zu trinken. Wie gesagt, es ist nur eine Stunde, es ist eigentlich super kurz. Taschentücher habe ich in meinen Schulranzen. Dann nehmen wir die mit. Aber trinken kannst du unten noch mal einpacken. Ja, Und vielleicht dann. hole ich noch eine Trinkflasche. Okay. Also wir haben noch ein bisschen Zeit, aber ich möchte pünktlich sein, weil ich auch nicht weiß, wo das genau ist. Deshalb. Nicht, dass ich mich doch verfahre und gucken muss, wo ich parken kann. Und Johann, hast du schon gepackt? Ja, ich packe gerade. Was nimmst du mit? Ich nehme einen College-Block mit und meine Federtasche. Okay, also in dem Rucksack. Federtasche ist drin. Und College-Block. Also Johann nimmt liniert mit. Clara nimmt kariert mit. Dann werden wir sehen, wer das Richtige mitgibt. Kariert? Ja, wir wissen auch nicht. Nehmen wir jetzt einfach nur irgendwas mit. Hauptsache, ihr habt Blätter zum Schreiben. Trinken kannst du ja auch noch einpacken, Johann. Das macht Clara auch. Ja, okay. Ich hole schon was zu trinken. Elisa ist auch da, die Schnibbeline. Elisa muss gleich mitkommen. Die nehme ich mit, um Johann und Clara wegzubringen. Können wir eigentlich schon nach unten bringen. Hättest du gar nicht nach oben rennen müssen. Wo ist Clara? Clara kann auch schon die Sachen nach unten bringen. Ach, Elisa packt auch eine Tasche. Da sind noch Stifte drin, da. Was ist das? Elisa. Stifte auch noch. Kommst du dann gleich, wenn du fertig gepackt hast, Elisa? Ach, Spielzeug doch wieder reingetan. Ja, ich werde da mit Elisa wahrscheinlich eine Runde spazieren gehen oder sowas oder uns auf die Suche machen nach irgendeinem Spielplatz, weil das lohnt sich nicht, dass wir da nochmal nach Hause fahren. Hast du jetzt alles, Elisa? Okay, dann werden wir uns da schön die Zeit vertreiben. Vielleicht finden wir auch einen Bäcker, können uns da was holen. Also ist das mit Geschwisterkindern, da muss man das immer so timen, dass alle irgendwie mit dabei sind, aber auch irgendwie beschäftigt sind. Du bist fertig? Ja. Sonne, Mann. Gut, ihr Süßen. Ich bin auch fertig. Dann haben wir jetzt noch ein paar Minuten. Ihr könnt noch ein bisschen spielen und Ich bin auch das, was kleine fertig. Kinder so machen. Elisa ist auch fertig. Und dann hole ich euch, wenn es losgeht, ja? Okay. Oh Mann, ich bin echt selber aufgeregt wegen diesem Unterricht. Wahrscheinlich bin ich nur aufgeregt, weil ich Kinder dahin bringen muss und dann da ganz viele Chinesisch sprechen und ich hoffe, dass ich verstehe, was sie sagen. Aber ich bin auch sehr gespannt auf die ganzen anderen Kinder, auf die ganzen anderen Mamis, die da
dann auch sind. Ich glaube, es gibt auch relativ viele Chinesen hier in Hamburg. Es gibt ja auch so chinesische Vereine, glaube ich sogar, die sich dann auch öfters treffen und sowas. Vielleicht können wir dann sowas auch mitmachen, wenn wir dann so Kontakte haben. Also nach unserem China-Urlaub haben wir wirklich großes Interesse, weiterhin diese chinesische Kultur mitzuerleben. Also in Deutschland wird das natürlich nicht so wirklich ausgelebt. Aber man kann ja zumindest so ein bisschen Kontakt halten, vielleicht zu ein paar netten Menschen. Wo ist mein Sohn? Johann, komm jetzt bitte. Also wir haben Rucksäcke dabei. Johann, du deinen auch? Wo ist deiner? Sehr gut. Ich hab den kleinen. Ja, Elisa hat auch einen Rucksack dabei. Rucksack auch dahin. Genau, hier ist noch ein Rucksack. Den kleinen Rucksack. Aha, sehr gut. Elisas Jacke nehme ich mit, falls wir unterwegs sind. Heute ist nämlich Schmuddelwetter, leider. Und was ich auch noch mitnehme, ist den Buggy. Ich weiß nicht, wie lange wir dann unterwegs sein werden. Ich muss Navi anmachen. Ich weiß nicht, wo es hingeht. Johann, dir ist nicht kalt, oder? Johann hat nämlich nur ein T-Shirt an. Weil wir regnet es. Es ist ja schon wie Herbst. Es fühlt sich schon an wie Herbst. Schmuddelwetter und so. Was ist los, Elisa? Ich will die ganze Zeit mit meiner Hand knuddeln. Oh. Sieht so, als wäre es ein Kuscheltier. Okay. Ich bin aufgeregt, ich bin gespannt. Und wir melden uns gleich dabei. Das hier sind die Hausaufgaben. Der erste Unterricht auf Chinesisch ist natürlich das Wichtigste. Erstmal die Zahlen zu lernen. 1, 2, 3. Das haben die Kinder heute gelernt. Das noch nicht. Genau, und das hattet ihr als Tafelbild auch, ne? Also auch 1, 2, 3. Kannst stolz sein auf deine Kinder. Die haben das richtig toll gemacht. Also I-A-San. I-R. R. San. San. Nein. Bitte sag das nicht, okay, weil sonst verwirrst du deine Kinder. Nicht A, sondern R. Genau, R. Nicht nur A, sondern R. Mhm. Und waren, genau. Waren da auch andere nicht Chinesen? Oder? Nee, es waren alles nur Chinesen. Nee, es war total krass. Also es waren alles chinesische Kinder und es war auch nicht nur ihre Klasse mit 20 Kindern, sondern es waren mehrere Klassen. Und wir haben vor ihnen auch schon Unterricht gewesen. Und wir haben immer Belohnungen gekriegt. Genau, was habt ihr bekommen? Gummibärchen. Es gab Belohnung wofür? Das hat die Lehrerin ganz toll gemacht. Dass wir was gesagt haben. Genau, oder wenn dass ihr sie... Dass wir uns was getraut haben und wenn wir was richtig gesagt haben. Und wenn ihr sie ordentlich angeguckt habt, ne? Ja. Da wurde Disziplin beigebracht. Oha, so. Disziplin? Ja, chinesische Disziplin. Chinesische Disziplin. Nein, die Kinder mussten wirklich Ordnung halten, auch auf dem Tisch, also... konnte nicht einfach irgendwo was liegen, sondern das Mäppchen liegt dort. Dann durften sie erst die Mappe aufmachen. Und wir müssen denen noch so zwei Boxen besorgen. Einmal eine Box für die Naschis, also das ist als Belohnungssystem, macht sie das wohl immer. Okay. Und eine Box für die Karten, stimmt. Habt ihr die Karten auch irgendwo? Die können wir auch mal ein paar zeigen. Die Kärtchen, ja. Aber ich finde es ja toll, dass sie doch von vorne anfangen. Wir hatten ja Angst, dass die ja... Ja, ja, das sind ja auch alles kleine Kinder. Also sind alle jünger als Johann Kerr. Achso, guck mal. Sind alle so Einschulungsalter, glaube ich, so 6. Ja, also dann sind aber nicht 3. Nein, nein. Ja, aber das ist ja schön, also dass sie wirklich von vorne anfangen. Genau, das ist jetzt so eine 1-1. Kartenbox. Kannst du einmal aufmachen und Papi zeigen, was da drin ist. Weil das hat die Lehrerin alles selber gebastelt, ne? Total krass, er gibt sich da richtig Mühe. Okay. Guck mal, genau, heute haben sie ja die Zahlen gelernt, 1-3. Und das mussten die dann im Unterricht auch sortieren. Hast ja alles ausgeschnitten. Genau, und dann immer drauf zeigen, je nachdem, was die Lehrerin dann gesagt hat. Ach so, und sie haben gelernt, Banane und so, also es gibt im Chinesischen ja so Artikel, so ähnlich wie der, die das, ein bisschen schwierig. Also es gibt gen, yi, gen, yi, zhi, yi, ge. Und das ist halt bei jedem Wort quasi unterschiedlich. Also wie der, die das, oder was? Ja, genau, so ähnlich, ja. Kann man eigentlich so sagen. Und das, was hat das mit der Banane zu tun? Ja, jedes Wort hat das halt. Also die Banane.
Ja, eine genau. Banane. Das heißt ja nicht das Banane zum Beispiel. Und Johann hat das richtig toll gemacht, er hat sich sogar gemeldet. Oho. Im ersten Unterricht schon. Das haben wir auch gemacht hier. Mit diesen Verbinden. Ach stimmt, verbinden solltet ihr. Ein Punkt für einen Marienkäfer. Und wo die Eins dann ist, ne? Eins und I. Genau, I. Das chinesische Eins. Das wird ja ganz einfach geschrieben. Das ist ja einfach nur ein dieser Strich. Eine Strich. Genau. Und bei der Kuh zwei Flecken. Genau. Für die zwei. Zwei R. Ja, sehr gut. Guck mal, Clara kann das richtig toll. Hast du alles verstanden, was sie gesagt hat? Hat sie das eigentlich verstanden, was sie gesagt hat? Sie hatte die ganze Zeit nur Chinesisch gesprochen. Ja, aber wir haben alles verstanden. Krass. Und auch die Farben, also die Stifte, die sie benutzen durften. Ja. Rot. Nee, das haben wir nicht ganz verstanden. Gelb. Wir haben das einfach von den anderen abgeguckt. Ach so, ja. So macht man das halt in der Schule, ne? Wenn man was nicht genau weiß, dann guckt man, was machen die anderen eigentlich. Wie heißt doch mal die drei auf Chinesisch? Sun. Sun, okay. Der Hahn die hat. Sun. 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 Genau. Das ist meine richtige Aussprache. Der Hahn hat zwei. Drei? Drei Federn. Genau, drei Federn. Drei Sun. 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 Genau, das, richtig, die drei. Nein, es war so, dass ich dabei war beim Unterricht. Ich dachte ja erst, ich gehe dann mit Elisa irgendwie nochmal eine Runde spazieren oder so. Ach so. Aber alle Eltern waren dabei beim ersten Unterricht. Und sie wollte auch, dass ich die nächsten Unterrichte dabei bin, weil Johann und Clara ja gar kein Chinesisch sprechen. Mhm. Dass ich dann so ein bisschen mithelfe beim Übersetzen. Das heißt, sie konnte selber nicht so richtig Deutsch übersetzen. Sie hat nur Chinesisch gesprochen. Ja. Das nenne ich intensiver Chinesischkurs. Überhaupt nicht Deutsch. Ja, jetzt soll ich auch Chinesisch dann lernen. Bin fertig. Ja, aber nachzufragen, was soll ich tun, um dann auf Chinesisch erklärt zu bekommen? Nein, aber es ist ja gut, ne? Man wirft die Kinder ins kalte Wasser, dann gibt es plötzlich nur Chinesisch und dann lernt man das viel schneller. Okay. Ja. Bin ich mal gespannt. Also ich finde das ganz toll. Und ich muss sagen, Elisa hat das auch ganz toll gemacht, weil das war ja ganz ungeplant. Und dann war sie dabei und dann hat sie sich so ein bisschen gelangweilt, aber sie hat da trotzdem zugehört. Das heißt, davor waren auch schon Klassen? Ja, die ganze Zeit. Läuft es sogar jetzt noch weiter. Verschiedene, da waren bestimmt vier Klassen oder so. Und zu unterschiedlichen Zeiten. Also waren super viele Chinesen da. Da war echt was los. Ja, da waren ganz, 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 ganz viele Chinesen. Aber ganz toll. Also ich bin super stolz. Ich bin wirklich super stolz. Ich habe Johanna und Clara schon gefragt, ob sie weitermachen möchten. Ja. Wollen sie, ne? Natürlich. Ich habe sie schon eingetragen. Vielleicht machen wir das heute sogar noch, dass wir die Boxen besorgen. Das ist ja auch so Motivation. Also, das finde ich immer ganz wichtig. Das sollte dann Essen rein. Kein Essen. Kein Essen. In die Boxen kommt einmal die Belohnung der Gummibärchen und einmal die Karten. Die tun wir selber da rein oder die bringt die Lehrerin? Nein, die Lehrerin hat doch so eine Box mit Gummibärchen. Und das sind die Belohnungsgummibärchen. Darfst du das nächste Mal auch mitkommen? Jetzt. Ja. Nicht nur wegen den Gummibärchen. Oder hast du gar keine Gummibärchen bekommen? Ja, doch. Also wer bekommt jetzt Gummibärchen? Wir. Johann hat ganz viele bekommen. Nein. Papi macht nur Spaß. Ja, klar. Aber ich bin stolz. Das ist doch geklappt. Ich hätte ja Angst, dass die jetzt so überwältigt sind und das nur Chinesisch ist, dass die Kinder keinen Bock mehr haben. Aber cool. Sehr schön. Also da gab es chinesische Kinder vor allem, aber es gab auch ganz viele Mischlinge. Kinder, so wie deine Kinder jetzt. Ach so, okay, ich dachte, die wären das alleine. Nee, aber ganz deutsche Kinder habe ich das jetzt nicht gesehen. Aber es waren ganz viele deutsche Väter mit dabei, die ihre Kinder heute hingebracht haben. Ach so, okay. Voll süß. Die saßen auch nur so. Also, und unsere Kinder waren nicht die einzigen, die da nicht Chinesisch sprechen. Nee, also nicht Chinesisch sprechen waren sie, glaube ich, schon die einzigen. Okay. Aber jetzt nicht ganz Chinesisch aussehen. Mache ich die schnell fertig und dann kannst du oben die anderen anschauen. Was ist das? Das ist nichts. Das ist Kaffee. Du alte Pets. Ja, ich bin aber schon gleich fertig mit der Arbeit. Sehr cool. Dann haben wir endlich auch ein bisschen Wochenende. Es war total krass, wie viel da los war an so einem Wochenende. Also so viele Autos. Ich habe fast gar keinen Parkplatz gefunden und dann alles voller Chinesen. Ich habe mich so wohl gefühlt. Ich dachte, ich bin in China jetzt wieder gelandet, ne? Mami, Mami. Was ist los, Elisa? Oh, Klammeräffchen. Was ist los? Schmuddelwetter draußen, leider. Es regnet schon die ganze Zeit.
deshalb machen wir uns zu Hause schön. Doch, es regnet immer noch. Ich dachte eben, ich kann nach draußen ein bisschen Unkraut jäten, aber es hört nicht auf zu regnen. Nein, regnet das nicht. Doch, es regnet, Elisa. Nein, ein bisschen. Ja, ein bisschen. Da hat man keine Lust, Unkraut zu jäten. Aber Jörn und Clara spielen gerade zusammen und ich dachte, ich spiele jetzt mit Mario Kart. Ja. Toll für Regenwetter, sowas. Hast du auch so eine Konsole zu Hause? Schreib mir mal, welche du hast. Und ja, was du so drauf spielst. Und dann hol ich mir mal so einen Sitzsack. Clara hat ja einen Sitzsack, weiß ich. Obwohl, die sitzt auch gerade gar nicht auf dem Sofa. Da könnte ich mich jetzt dazu drängen. Den riesen Sitzsack nehme ich mit. Der ist richtig gemütlich. Oh, ich komme. Fernbedienung. So, was spielen wir? Super Mario. Super Mario. Also ich glaube, das kommt erst Super Mario, okay, Mami? Okay. Weil Peach ist schon besetzt. Oh oh, wir müssen erst auf den nächsten machen. Habe ich das überhaupt schon mal gespielt mit euch? Nein, noch ja. Mal. Ich weiß gar nicht, wie das hier, ich muss erst mal gucken, wo Springen ist. Ist das hier Springen? Ja. Zwei Springen. Ey, ihr müsst auf mich warten, ihr müsst doch erst mal gucken. Nein, du bist eine Blase und dann platzt du dich. Ja, aber... Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Du bist jetzt tot. Oh. Mami, platz dich. Yeah. Du bist wieder da. Du bist Mario. Okay, also Mami? Zwei ist springen, ne? Ja, zwei ist ja, springen. Und was ist eins? Eins ist später, wenn du ein Item hast, angreifen. Oh, oh, Hilfe! Schnell! Achtung, Fressplatz. Also ich spiele ja lieber... Oh. Achtung, Mami! Wie heißt dieses andere Spiel, was ich lieber spiele? Mario das mit Party. Den, ja, Mario Party. Da gibt es nämlich immer so Minispiele. Die machen richtig viel Spaß. Oder auch... Hilfe! Das ist Giftwasser, Mami. Oder dieses Rabbit-Spiel, ne? Dieses mit den Hasen, das spiele ich auch ganz gerne. Das sind auch ganz viele Minispiele. Kann man immer zusammenspielen. Ist eigentlich so wie so ein Brettspiel. Aber halt... Auf dem Computer. Mami, ich glaube, du warst die Schlechteste. Ja, das macht nichts. Probier gleich mal. Es zählt nur der Spaß. Ja, genau. Jetzt gucken wir mal. Und Johann hat gewonnen. Mami, weil Mario hat gewonnen. Oh nein. Ja, aber für Mami muss es aber auch leicht sein. Okay. Also früher, als wir noch keine Kinder hatten, Justus und ich, haben wir auch schon so eine Spielekonsole zu Hause gehabt. Haben wir einfach gegeneinander gespielt. Das macht auch Spaß ohne Kinder. Kann man auch als Erwachsener einfach so spielen. Ich weiß nicht, damals hatte man irgendwie ein bisschen mehr Zeit als jetzt, wenn man drei Kinder hat, aber da haben wir das auch immer ab und zu mal zusammen gespielt. Hast du Kekse geholt, Elisa? Mhm. Die Wolken. Guck mal, diese waren zu weit weg von Johann. Jetzt sind wir Blasen. Aber nein, da ist doch Mond. Was? Da ist ein Stern. Kommt mit. Keine Ahnung. Toll, oder? Ja. Macht Mami das toll? Wo seid ihr denn jetzt alle? Ja, du siehst uns doch. Muss ich auch darüber? Seite der Welt. Mami und ich sind die Pros. Oh nein. Ich kann das ziemlich gut. Bin gar nicht super schlecht. Drück Minus. Drück Minus. Redest du mit mir, Johann? Ja. Nein, ich habe Drück Minus. Oh. Nein, ich hab schon. Schade. Doch, trotzdem Minus. Willst du spielen, Elisa? Minus. Ja. Mami, drück Minus. Warum schnell. Denn? Komm, wir drücken Minus. Dann kannst du. Warum auch immer. Schnapp den Pilz! Oder so. Ach, da wird man wieder größer, okay. Von dem Pilz wird man größer. Von der Glocke wird man eine Katze. Ist das jetzt ein Let's Play, was wir hier machen? Wir spielen Computerspiel. Ich guck hin. Ja, Mami guckt mit. Oh mein Gott. Oh, eine Riesenrakete. Hey, was witzig ist? Ich mach mal etwas, was witzig ist. Okay, mach was witzig ist. Oh, hast du das denn gemacht? Einfach hier rumkratzen. Aber ich bin ja gar keine Katze, dann kann ich da ja, gar nicht Mami, rumkratzen. Dann komm mal einmal kurz mit. Kannst auch nicht klettern. Also, oh nein, der Papi? Nee, Elisa spielt die ganze Zeit. Ich spiele gar nicht. Was? Ja, Elisa spielt hier die ganze Zeit. Dann heißt es ja, sie ist ein Profi. Ja, Elisa kann das halt. Gott, ich hab da was gefunden. Konzentrier dich, Elisa, konzentrier dich. Johann, Clara, Elisa! Es ist fertig mit Arbeiten. Es nieselt zwar noch ein bisschen, aber wir sind nicht aus Zucker. Ich freue mich so drauf. Ja. Wohin gehen wir spazieren? Wir gehen eine große Runde. Cool.
Wir müssen uns ein bisschen regenfest anziehen, es nieselt ein bisschen. Aber wir können jetzt richtig frische Luft inhalieren. Regenjacke. Ich will auch seit langem mal wieder rauskramen. Ich entscheide mich für... Ich glaube, ich nehme die kurze Version. Lisa hatte ich ja heute Morgen die Regenjacke noch ins Auto getan. Die hole ich jetzt gleich einmal raus. Und gleich ein bisschen mit dem Rollerfahren. Genau, wir sind wieder Rollergang heute. Juhu. Also alle fahren mit Roller, außer Elisa. Sie hat immer ihr Laufrad. Ja, aber manchmal fährt sie auch bei uns mit. Ja. Also ich glaube, kalt ist es draußen nicht, aber es ist halt ein bisschen regnerisch. Deswegen wollen wir uns jetzt nicht super dick anziehen. Nur so eine dünne Jacke. Ja, genau. So eine Jacke, T-Shirt. Eine Regenjacke, ja. Johanna hat ein T-Shirt an. Ja. Wir lieben das, unterwegs zu sein. Also am Wochenende sind wir immer unterwegs. Das zeige ich ja auch immer auf Instagram, in der Insta-Story. Oh, ich brauche noch mein Handy. Ich glaube, wir wollen ein bisschen Pokémon fangen. Ich bin froh, dass meine Kinder da auch so gerne unterwegs sind. Es gibt ja auch Kinder, die nicht so gerne viel laufen. Aber meine sind immer viel unterwegs. Zu Fuß, zu Rad, zu Roller. Ja? Socken, ja, aber hier sind Socken. Zwei unterschiedliche, aber es sind Socken. Ich kann sie anziehen. Ich habe hier noch eine Einhornsocke, eine einzelne. Ja, ich habe hier auch eine einzelne Einhornsocke und ich habe eine einzelne Glitzersocke. Okay, dann, ich habe auch hier eine einzelne Glitzersocke. Siehst du? Sind das genau die richtigen Pärchen? Ich glaube, wir fahren auch gleich nochmal an der Eisdiele vorbei. Das ist so unsere typische Route. Und dann können wir da gleich noch so eine Pause machen mit Eis essen. Wenn wir heute schon nicht so einen richtig großen Ausflug machen, dann doch zumindest ein großen Spaziergang. Boah, ich bin gewappnet. Also so sehe ich dann immer aus. Jacke, kleines Handtäschchen, da sind einfach Schlüssel, Portemonnaie und Handy drin. Mehr brauchen wir nicht, wenn wir unterwegs sind. Achso, Taschentücher natürlich noch. Passt diese Jacke mir noch? Nee, das ist Elisa, hat sie jetzt schon geerbt von dir. Einfach ein bisschen Ärmel hochgekrempelt, dann passt das. Jetzt gerade regnet es nicht, es nieselt noch nicht mal. Das ist ein Roller. Genau, ich nehme aber auch noch Lisas Laufrad schon mit. Also Justus hat einen Roller und ich auch. Sag mal, Pferdroller. Pferdroller. Genau. Papi fährt auch Roller, ja. Mami auch. Und ich müsste mein Fahrrad holen. Ja, habe ich schon geholt für dich, Elisa. Aha, hi, Mami. Du musst ja nur einen Helm aufsetzen, ne? Genau, Helm haben wir hier drin. Ich brauche keinen Helm. Helm ist hier, nee, ist nicht hier drin. Wo ist Ihr Helm? Ach hier, Schlüsselablage waren wir erst gestern nämlich unterwegs gewesen. Ich hab das hier hingelegt, Mami. Ja, ich hab das hier hingelegt, Schnüppchen. Das ist nicht richtig, Mami. Das ist nicht richtig, muss man noch ein bisschen lockerer machen, ne? Und dann ist er auch. Ich möchte euch noch etwas zeigen. Ja, was willst du so zeigen? Ich muss dafür aber etwas machen. Ach so. Oh, die schöne Blüte. Ja, die Kinder spielen das jetzt ständig an meinen schönen Rosen. Aber an denen kann man das besonders gut. Ja, weil die so schöne große Blätter haben, die so ein bisschen zart sind. Zart. Papi braucht wieder am längsten. Alle auf Papi warten. Tucke, 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 tucke. Hallo. Papi. 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 Du sollst kommen. Du sollst kommen. Papi, du sollst kommen. Wir sind jetzt ausgestattet. Darf ich vorstellen? Meine eigene Roller-Gang. Rollergang mit Elisa noch, mit Laufrad. Wir fahren jetzt los und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss.